Ja, vielleicht ganz kurz. Der Gag bei den Balkonkraftwerken ist ja eben, dass der Strom nicht ins Netz eingespeist wird und deshalb vielleicht tatsächlich das Problem aufgetaucht ist, über das gerade in einer Schwerpunktwoche im Hessischen Rundfunk debattiert wird. KI und die Gefahren der Fake News, vielleicht sind Sie dem gerade auf den Leim gegangen, Herr Dreyer, mit Ihren Ausführungen. Das ist wirklich nicht das Problem. Das Problem ist, dass wir in diesem Antrag tatsächlich, und das möchte ich Herrn Wickel auch nochmal sagen, schon tatsächlich den Plan haben, der Koalition Geld privaten zu geben, die dann auch den Nutzen haben, aber der Nutzen kommt eben nicht in der Stadtkasse an. Das ist schon, also das ist schon ein Unterschied. Und als künftiger Kämmerer möglicherweise ist es ein total, sieht es auch als total relevanten Unterschied sehen. Für uns ist es auch völlig in Ordnung, gezielt Unterstützung, kommunale Unterstützung denen zu geben, die es brauchen. Und da will ich nochmal deutlich sagen, wenn die 150 Euro in diesem Antrag stehen bleiben, dann werden wir dem auf jeden Fall nicht zustimmen. Denn das Problem ist, dass der Nutzen, den diejenigen haben, die sich ein Balkonkraftwerk, klingt ja irgendwie so großartig, aber die eben ein bisschen eigenen Strom auf dem Balkon erzeugen können, dass dieser Nutzen für die, für all diejenigen flachfällt, die diese 1000 Euro überhaupt nicht aufbringen können. Und wir haben diese Woche in der HNA, letzte Woche in der HNA, einen großen Bericht über Verschuldung in Kassel gesehen. Und wenn Sie sich da angucken, dass es 3, 4, 5 Stadtteile gibt, wo relevante Teile der Bevölkerung, der Haushalte verschuldet sind, das sind übrigens auch Haushalte, die praktisch alle zur Miete wohnen, dann können Sie auch sehen, dass mit 150 Euro da nichts getan ist. Aber dass es natürlich hochrelevant wäre, dass gerade diese Haushalte ein bisschen Strom für den Eigentum auch selber erzeugen können. Und die brauchen dann eben 500, 600 oder 800 Euro von der Wohnung. Aber das sind viel, viel weniger als all diejenigen, die sich das leisten können, weil sie ja den Nutzen davon haben. Also wir würden dem zustimmen, wenn Sie die 150 Euro rausnehmen, beziehungsweise die GWG auch noch in die Pflicht nehmen. Und genau, bitten wir nochmal darum, sich das zu überlegen. Nicht die Gießkanne, sondern